haben wir schön übernachtet und in der Früh schönstes Wetter. Ha, was will man mehr? Jetzt fahren wir dann aber wirklich nach Quimper. Camper, ja genau. Und allerdings noch über ein paar kleinere Küstenorte. Schön. Ja, aber das glaube ich ist jetzt schon etwas, was wieder Zugang zum Meer hat. Ja, mitten im Kreisverkehr Leuchtfeuer, ich glaube es nicht. So, ich schau lieber mal den schönen Blick auf den Hafen. Das sieht schon interessant aus, ja. Das ist doch viel schöner. Ja, ich schau gerade, ob es da vielleicht so eine Seite gibt. Da oben wieder so ein kleines Schlösschen. Hat gerade mal nachgelesen, also hier in Quimper, auf Bretonisch wohl Camper, gibt es also vor allem eine schöne Altstadt und wie war das, eine Burg und eine Kathedrale und irgendwelche schönen Gärten. Wir suchen uns jetzt jedenfalls mal einen Parkplatz. Jetzt haben wir in Quimper nochmal unsere Pain au Chocolat vernichtet. Jetzt machen wir einen kleinen Stadtrundgang. Es gibt hier ganz nette Kanälchen und alte gallische Fachwerkhäuser. Zum Teil auch nicht so ganz gerade. Ah, echt schön. Und in die Gasse dürfen nur besoffene Radlfahrer reinfahren. Unglaublich viele Läden hier. Also die Leute scheinen hier auch echt einzukaufen im Einzelhandel. Und die Häuser da schauen irgendwie aus wie im Lutetia bei Asterix und Obelix. Und hinten die Kathedrale. Eine Riesenkathedrale. Und jetzt schauen wir mal, ob Santa Maria Sempre Chiuso ist wie in Italien oder ob sie offen ist. Leider kommen wir nicht rein in die Kirche. Es scheint irgendwie der Bischofssitz zu sein von dieser Kathedrale. Aber es ist schon wieder ganz schön monumental, die Kirche. Bloß rein kommt man nicht. Also die Häuser sind schon wirklich alt. Ja, schöne Kirche. Aber hier in der Gegend ist der Baustil nicht mehr vorherrschend, diese Steinhäuser, die wir jetzt gerade vor uns sehen, sondern eher so weiß, aber zum Teil die Fenster dann irgendwie so mit Stein eingefasst. Wunderbar. Auch schon wieder so schön abpflanzt. Und eine Kirche, die nicht Santa Maria Sempre Chiuso ist. Auch so redgedeckte Häuser gibt es hier vielfach. Stehen schon schöne Häuser da um den Hafen rum. Und da ist dann noch eine alte Mühle. Neben Crêpe kann man hier in der Bretagne übrigens Galette essen und das ist im Grunde Flammkuchen. Da hat der Obelix, glaube ich, Hinkelsteine verteilt. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Karnac. Und da fahren wir dann noch auf so eine Halbinsel raus. Die Gegend hier ist auch wieder ganz schön. Deutlich mehr Wald wie im übrigen Frankreich. Ja, das ist ein relativ großes Feld. Sogenannte Megalithen. Also, wie gesagt, ich würde sie als Hinkelsteine bezeichnen. Die Bedeutung ist mir allerdings auch nicht klar. Die Frage stellt sich, ob die überhaupt irgendjemand klar ist. Aber es ist ein Riesenfeld. Das ist wahrscheinlich das Auslieferungslager vom Obelix. Da wäre es eigentlich gut zum Grillen auf dem Mäuerchen, weißt? Aber das ist schon hier eher eine Felseninsel, also Halbinsel. Aber schön ist das hier. Wenn das Wetter jetzt hier noch schön wäre, dann wäre das ein Traum hier. Das ist echt eine wilde Küste, aber ich glaube im Sommer, wenn es da warm ist, ist das auch echt super hier. Also das einzige Problem, was wir hier haben, ist, dass wir quasi an allen Parkplätzen, also an allen halbwegs richtigen Parkplätzen, eine Höhenlimitierung auf 2,10 Meter hat. Manche waren sogar 1,90. Oder 1,90. Also da brauchen wir dann schon einen guten Akkuschrauber, dass wir die Latten wegkriegen. Oder eine Säge. Nein, Scherz beiseite. Machen wir natürlich nicht sowas. Das könnte dann echt Ärger bedeuten. Ja, ziemlich direkt an den Minierfeldern, Hinkelsteinfeldern von Karnac übernachtet. Im Kreisel 2. Ausfahrtnehmer. War eine, naja, einigermaßen ruhige Nacht, weil wir hatten einen Nachbarn mit einem VW-Bus, der hat ein paar Mal in der Nacht raus müssen und am Abend und in der Früh hat er ständig die Türen zugeknallt wie ein Blöder. Der war wahrscheinlich wieder Türendauertester. Wir haben uns jetzt kurzfristig entschlossen, nach Sainte-Anne-d'Auray zu fahren. Die Kirche kann man wenigstens filmen, weil man nur Platz drumherum hat. Und außerdem haben sie um die Kirche rum noch irgendwelche Brunnen. Und auch wieder schön angelegte Beete. Die wirken natürlich jetzt in dem nicht so tollen Licht auch nicht so grandios. Wenn da Sonne drauf scheint, dann werden die natürlich super bunt. Und auch hier wieder, mein Gott, sind die schön. Ganze Blumenteppiche. Wir fahren jetzt hier so langsam an der Loire entlang, über kleine Sträßchen, immer weiter Richtung Osten. Ja, da an der Loire entlang merkt man dann, wir sind jetzt wieder in einer richtigen Weingegend. In der Bretagne bauen sie ja Obst an und machen Sidre draus, hier machen wir kleinen Wein. Auf jeden Fall jede Menge Weinfelder und im Gegensatz zu Deutschland ist es ja hier so, dass der Wein nicht am Weinberg wächst, sondern einfach am Acker. Weil es im Sommer natürlich warm genug wird, dass man nicht unbedingt eine sonnige Steillage braucht, dass man überhaupt irgendeinen Wein zusammenbringt. Was im restlichen Frankreich ja auch so ist. Also wenn man nach Süden fährt, fragt man sich ja, was die Leute essen. Weil es einfach nirgends einen Weizen gibt, sondern hunderte von Kilometern im Grunde nur Weinanbau. Jetzt haben wir gerade noch geduscht, nachdem die Ingrid noch ein paar Übungen gemacht hat. Und was haben wir? Ist doch nicht schlecht, oder? Ja, vor allen Dingen, dass man sich so ein bisschen was abfrischen kann nach dem und der Grill. Das schaut doch schon mal wieder gut aus, oder? Wir machen das ja des Öfteren so, dass wir erst einmal irgendwo Abendessen, sprich grillen oder wie auch immer, an irgendeinem Brotzeitplatz und danach suchen wir uns irgendwas zum Schlafen. Sind wir in Saumur am Château. Wir werden jetzt da nicht groß reingehen, aber das sieht man schon, dass das eventuell ein Grund ist, hier nochmal herzukommen. Ich glaube, da muss ich nachher mal ein bisschen was aufhellen. So, jetzt stehen wir in Saumur und es ist grüner wird es nicht. Und jetzt fahren wir 8 Kilometer in Richtung Osten an der Loire entlang. Und dann schauen wir mal, ob da ein Platz ist, der gut ist. Jetzt stehen wir hier an der Loire. Unten der Fluss, mir nicht weit. Also, was will man mehr? Schaut doch schön aus. Rechts oben in der Felswand überall so Gebäude reingekaut. Vorne eine Fassade wie ein Haus und dann aber Schweinshöhlen dahinter und das sind die ihre Champagnerkeller. Da machen die wohl Champagner. 300 Meter rechts abbiegen, nachher rechts abbiegen. Quasi ein Champagner. Ja, gibt's auch gute. Ja, da haben wir jetzt irgendwie umdrehen müssen. Sehen wir das Ganze nochmal von der anderen Seite. In die Richtung ist auch das Wetter dann eigentlich ganz schön, aber da kommt es auch her. Das ist schon ganz nett hier. Die Brücke ist jetzt auch nicht gerade riesig groß, aber so sind die Brücken über die Loire halt. Nicht unbedingt alle die riesigsten. Die Loire-Brücken sind schon irgendwie vielfach auch ganz schön. Man glaubt es nicht, aber in Frankreich gibt es auch Wälder. Wir fahren jetzt hier schon seit 20, 30 Kilometer durch Wälder. Ist sogar relativ einsam. Also wir sind jetzt hier gar nicht mehr so weit weg von Bourges. Die Gegend ist ansonsten, also die Ortschaften schauen alle ein bisschen runtergekommen aus. Links liegt der Ort auf dem Berg. Und wenn ich nach links schaue, sehe ich wieder mal ein Atomkraftwerk. Da stehen die Franzosen drauf. Ja, das will man machen. Die Gegend ist auf alle Fälle schön hügelig. Also das ist jetzt schon deutlich schöner, wie das, wo wir vorhin durchgefahren sind, wo es so Hunderte von Kilometer im Grunde topfeben war. Wir stehen schon wieder mal richtig gut hier auf so einer Anhöhe, da ist so eine Kapelle da hinten. Aber wir haben einen Platz mit einem Grillplatz und da steht so ein kleines Kapellchen und da hat man dann noch eine schöne Aussicht und dieses Château ist direkt da vorne. Die Kapelle von innen. Das Wetter ist natürlich heute etwas durchwachsen. Wir haben gerade schauen müssen, dass wir mit dem Grillen fertig werden. Hat nämlich dann zwischendurch auch noch mal so ein bisschen gegossen. Aber das war dann nur so schnell wieder vorbei, dass wir einfach weiter gegrillt haben. Schöne Nacht auf einem Parkplatz bei einer Kapelle verbracht und da fahren wir jetzt auch wieder weg, suchen uns eine Boulangerie. Es wird jetzt aber schon relativ warm, also es hat jetzt schon wieder 28 Grad im Auto. Draußen hat es aber plus 19 im Schatten, das ist also kühl. Die Ingrid hat sich ein bisschen beschwert, dass die Glocken geläutet haben immer mal wieder. Ja, jede Stunde. Jede Stunde. Aber das war dann am Ende auch kein Riesenproblem. Ja, wir haben das Fenster zugemacht und schon war es besser. Und jetzt fahren wir so langsam Richtung Osten weiter, nördlich von Dijon vorbei und dann in Richtung Vogesen. Das ist unglaublich, wir haben jetzt 18 Kilometer bis zum nächsten Kreisverkehr. Ja. Das haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Meistens ist die Distanz zwischen zwei Kreisverkehren so 2-3 Kilometer. Ja, ja. Sind wir also in Vézelay. Mal schauen, ob wir eine Boulangerie-Patisserie finden. Na also, da ist sie doch schon. Ja, hier ist das Ganze schon auch ein bisschen, ja, besser in Schuss. Wenigstens teilweise. Wobei ich den Eindruck habe, dass die Häuser außen schlechter in Schuss sind wie innen. Aber selbst das Bürgermeisteramt ist ganz schön runterkommen. Und eine Basilika, die aber dann wirklich gut gepflegt ist. Im Gegensatz zum Bürgermeisteramt. Ja, heißt auch Notre Dame. Die Landschaft wechselt ganz schön auf dem Weg nach Osten. Erst sind wir durch richtig große Wälder gefahren, jetzt sind es wieder Gegenden mit einem Haufen Landwirtschaft. Schaut gar nicht so schlecht aus. Kann man da irgendwo reinfahren? Ich würde sagen, das ist jetzt Saumur en Auxois. Und da geht es dann in die Altstadt. Und die Leute sitzen beim Mittagessen. Und auch hier gibt es alte Fachwerkhäuser. Und ich glaube, da werden wir jetzt nochmal reingehen. Wir sind jetzt hier in Gray, geschrieben wie das englische Wort für grau. Da machen sie Baby Dance. Und auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter nach Vesoul. Wir fahren jetzt jedenfalls einmal ein bisschen durch Vesoul. Wollen aber jetzt doch so Richtung Berge, wo es dann einfach ein bisschen höher ist, damit es heute Nacht ein bisschen kühl ist. Wir fahren wieder mal mitten durch die Stadt. Oh, ich finde es jetzt nicht ganz grundsätzlich verkehrt. Haben wir hier noch gegrillt. Habe ich jetzt nicht aufs Bild gebannt. Und jetzt stehen wir hier bei einer Le Corbusier Kapelle. Ja, Le Corbusier, genau. Ist irgendein Künstler. Bekannter Bildhauer aus Frankreich. Und da gibt es eine Kapelle, die irgendwie von ihm designt ist. Ja, schaut aber wie eine ziemliche Bausünde aus. Ja, also ganz so schlimm ist es zwar nicht, aber... Schauen wir. Und hinter die Bahn sieht man es im Gerüst eingerüstet und man kommt gar nicht rein. Aber auf den ersten Blick sage ich, ist das eine ziemliche Bausünde. Naja, da sieht halt ein bisschen wie ein Pilz aus, finde ich. So ein bisschen was Organisches. Also so soll sie aussehen. Sogar ziemliche Bausünde. Na, gibt Schlimmeres. Ja gut, die Kirche in Puchheim. Ja, die ist wirklich schlimmer. Oder gar die in Planegg. Jetzt fahren wir dann also von der Notre Dame de Le Corbusier wieder weg. Das Schönste an der Kirche ist das, dass die Straße dann auf ganz schön ist und dass sie einen schönen Parkplatz haben. Ansonsten ist das eine echte Bausünde. Und die tun es jetzt dann für 900.000 Euro renovieren. Ja, mei. 1 Kilometer links abbiegen. Aber es ist, er hat halt einen klingenden Namen, weil ihn jeder kennt. Besser ist deswegen immer noch nicht. Wir fahren jetzt dann zum Ballon d'Alsace hinauf, so 1200 Meter. Und da geht es jetzt dann schon einige Kehren hinauf. Aber es ist mit dem Auto alles kein echtes Problem. Ja, und da gibt es dann ein Skigebiet. Im Winter kann man da wahrscheinlich richtig gut Skifahren in der Gegend. Also am Ballon d'Alsace gestanden, auf 1200 Meter Höhe, war angenehm kühl. Unten hat es nämlich schon wieder 28 Grad. Und jetzt fahren wir doch erst einmal vom Berg wieder runter. Das wird eine schöne Bergabfahrt. Am Ballon d'Alsace, wenn man in die Landschaft schaut, sieht man, dass wir über den Wolken sind. Sind zwar über uns auch nochmal Wolken, aber da ist so eine Wolkenschicht direkt unter uns. Also das ohne Flugzeug. Das ohne Flugzeug. Boah, das sieht ja toll aus. Und überall dampfen die Wolken. Boah. Das ist schon interessant. Sind wir dann in Ventran. Da gibt es ein Textilmuseum. Ingrid ist schon ganz websig, aber wir finden es nicht. Schon auch ein bisschen runtergekommen da und dort, aber im Grunde eigentlich nicht schlecht, der Ort. Und vor allem die Lage so zwischen den Bergen einfach ganz schön. Schaut euch das immer an, da oben auch noch die Häuser. Ja, und relativ viel Wald, das ist einfach grün. Gut, die haben halt hier auch Regen. Gell? Wir waren ja jetzt in diesem Textilmuseum, war echt ganz interessant. Insbesondere für meine Fraule, die halt einfach mal gelernte Textildesignerin ist. Und wir fahren jetzt da über einen kleinen Pass in den Vogesen und ich denke, wir treiben uns da noch eine Weile auf kleinen Pässen hier rum. Auf jeden Fall denke ich, werden wir heute Abend nochmal in den Vogesen schlafen. Schönstes Wetter, was will man mehr? Verschmatt. Boah, das, ja, das ist doch mal ein schönes Haus da links. Boah, die haben es jetzt aber schön hergerichtet, sogar mit einem eigenen... echt schön. Eigenen Teich. Aber der Wald ist auch hier recht schön. Ja, super. Krut im Elsass. Hört sich jetzt nicht so wahnsinnig französisch an. Ja, es sieht auch schon irgendwie... Wie war das noch mit Schnepfenried? Ja, aber es sieht ja auch ganz anders aus. Also, das ist schon fast wie... aber Stolperschwellen haben es wie im restlichen Frankreich. Ja, also das ist fürchterlich. Sowas könnten wir ja wirklich... Aber die Häuser sind eigentlich überhaupt in Deutschland. Schön. Wir fahren hier einen Pass auf mit jede Menge Kehren und auf jeden Fall ich weiß gar nicht, wie viele Kehren das jetzt schon waren, aber 20 bestimmt. Quasi an der Hauptstraße, das ist erstaunlich. Aber das ist das schöne Wetter hier, das wirkt einfach gut. Col de la Schlucht geht's links. Le Grand Ballon ist links. Rechts. Die sind so derart knallig und es ist wirklich so, das ist jetzt nicht irgendwie mit irgendeiner Software aufgeblasen. Da schau, da ist die Wirtschaft oben. Jetzt stehen wir hier am, ja, ich glaube Hoheneck heißt es hier, und unter der weißen Wolke da hinten ist das Rheintal. Also da hinten irgendwo ist Freiburg. Und irgendwie gibt es hier eine ziemliche Halli-Szene. Ja, von da sieht man den Rhein, also die Rheinebene noch besser. Auf jeden Fall richtig schön. Und der höchste Berg da hinten ist der Grand Ballon. Ganz schöne Blume. Und was macht eine Ralle? Nach einer gewitterigen Nacht fahren wir jetzt von unserem Stellplatz da in den Vogesen weg zum Col de la Schlucht. Aber zunächst einmal sind wir wohl in den Wolken und insofern sehen wir nicht viel, weil eigentlich gab es da nämlich eine schöne Aussicht. Also das sind die Skigebiete am Col de la Schlucht, das heißt tatsächlich so. Da ist auch ein kleiner Wohnmobilstellplatz, wahrscheinlich auch nicht so richtig ruhig. In der Nacht wäre es aber wahrscheinlich wurscht gewesen, weil das Gewitter war einfach viel lauter wie alle anderen Ein paar Motorradfahrer kommen auch noch. Also das ist schon ganz schön hier, der Col de la Schlucht. Schöne Aussicht. Echt schöner Wald da. Links abbiegen. Naja, eine Kehre fahren wir halt rum. Aber links ist ein schöner Brotzeitplatz. Ja, am Col de la Schlucht, das fehlt uns nur an der Brotzeit. Und außerdem habe ich momentan keine Lust zum draußen sitzen bei 12 Grad. 12 Grad, das ist echt ein bisschen frisch. Das ist echt schön hier. Das ist wohl noch ein Vorort von Münster. Aber wir kommen gleich nach Münster Downtown. In Münster haben sie aber ganz schöne Kirchen. Das ist aber echt schön, ne? Muss man echt sagen. So eine offene Bäckerei, da schaut es dann schon wieder schlecht aus. Oben eine Burgruine auf dem Berg. Genau an der Grenze. Genau, und da könnten wir jetzt auch Brothändel kaufen. Wollen wir nicht, gut. Wir haben noch gutes Gras. Jetzt sitzen wir hier am Rhein und wir haben uns vorher noch ein paar Händel gekauft und die tun wir jetzt vernichten. Also mit dem Motorradl darf die Straße sicherlich deutlich mehr Spaß machen. Man darf sie allerdings definitiv nur nicht am Wochenende fahren, nur unter der Woche. Sind wir gerade unter der Schauinslandbahn durchgefahren. Man kann nämlich von Freiburg oder einem Vorort von Freiburg dann auffahren mit der Seilbahn. Dann ist man nämlich ruckzuck auf einem der höheren Berge im Schwarzwald. Da oben die Bergstation der Schauinslandbahn. Und deswegen heißt es Schauinsland, weil man ins Land schauen kann. Hat man echt eine schöne Aussicht da oben. Feldberg, Passhöhe, 1233 Meter. 16 Grad. 16 Grad und rundherum Skilifte. Also im Winter kann man hier sicherlich ganz brauchbar Skifahren gehen. Man glaubt es nicht. Wir haben doch schon wieder einen schönen Stellplatz gefunden. 10 Kilometer vom Bodensee weg ungefähr. 10 Kilometer von Stockach. Und was haben wir hier? Einen wunderschönen Grillplatz. Die Ingrid macht gerade noch Salat. Ich habe schon mal mit dem Grillen angefangen, weil das Wetter ist halt fragwürdig, wie lange das noch hält. Jetzt haben wir hier gut geschlafen und jetzt fahren wir dann weiter und fahren heim. Weil wir haben jetzt nur noch ungefähr 250, 300 Kilometer heim. Wir haben jetzt in dem Urlaub nicht einmal auf einem Campingplatz geschlafen, sondern immer auf irgendwelchen Plätzen. Einmal auf einem Wohnmobilstellplatz, aber ansonsten immer auf irgendwelchen Plätzen irgendwo. War jedenfalls eine schöne Reise bis auf unseren kleinen Unfall in Frankreich. Da muss ich mich jetzt dann daheim drum kümmern.